Herzlich willkommen, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, zu einem weiteren wundervollen Tag aus Gaziantep, Türkei. Und wir werden heute wieder eine saftige Foodtour durch die Stadt machen. Unter anderem werden wir eine der berühmtesten Kebabhäuser der Stadt besuchen, um einfach übertrieben leckere Spieße und sehr spezielle Spieße, das werdet ihr dann später sehen, zu probieren. Und dann werden wir lernen, wie man Katme macht. Das ist eine Süßspeise, die hier aus Antep kommt. Und wir werden von Anfang bis Ende der Zubereitung mit dabei sein. Und die Zubereitung ist schon auch was sehr, sehr Besonderes, Leute. Also schnallt euch auf jeden Fall wieder an. Und ja, viel Spaß mit mir, viel im Essen in Gaziantep in der Türkei. Los geht's. Meine Damen und Herren, wir starten mit Frühstück in Gaziantep. Der zweite Tag hat begonnen und wir stehen vor Halil Usta, einer der bekanntesten, berühmtesten Restaurants hier in Antep. Und der Laden ist speziell bekannt für sein Küsleme, das ist die Lammlende. Davon gibt es am gesamten Lamm nur ein, zwei kleine Stücke. Und das ist ein sehr besonderer Spieß, kann man sagen. Und den werden wir jetzt frühstücken. Halil Usta, los geht's. Nein. Salam. Salam. Schau, da waren viele bekannte Leute. Oha. Okay, Leute, es ist auf jeden Fall ein sehr großer und sehr schöner Laden, muss ich sagen. Nicht sehr viel los gerade, Gott sei Dank. Und alte Essen ist schon da. Salat ist schon da. Eine kleine Vorspeise. Berühmter Salat. Schaut mal, Leute. Ich würde sagen, gemischter Salat. Und der wird mit Tomatensauce übergossen. Da ist noch Petersilie mit drin. Und was ist das Schwarze? Diese. Das ist, glaube ich, diese. Ich weiß aber nicht genau, wie das Pulver ist. Es schmeckt zitronisch. Yeah. Zitronig. You come from Germany? Yeah. Yes. Yeah. Germany. Germany, Germany. Hallo. Kommen Sie aus Deutschland? Ja. Yeah. Oh, sehr gut. Ich verlege nach Stuttgart. Ja. Yeah. Genau diese Arbeit. Ein Restaurant. Du willst dorthin ziehen? Ja. Selber ein Restaurant? Ja, bald. Ja, genau. Ich komme vorbei. Ja. Inshallah, hoffentlich. Lukas Podolski. Mein Name ist Müslüm. Müslüm, freut mich. Den Joke haben wir schon mal gehört, hä? Lukas Podolski! Baklava, Baklava. Oh, wow. Çok güzel abi. Türkisch. Yeah. Wow. Oh, unglaublich, ja. Okay, wo sind die Spieße, Männer? Wo sind die Spieße? Oh. Mit Gerüst. Das Küschleme. Das ist die Lende. Genau, das ist die Lende. Sehr, sehr schön. Und das holen wir uns jetzt, beziehungsweise das essen wir jetzt. Da ist unser Lahmacun. Das ist türkisch Pizza, Lahmacun. Ja, ja. Von Antep. Ja. Da hinten seht ihr den Grill. Sehr schön. Diese Grills sind einfach die Königsdisziplin von der Türkei. So. In allen Restaurants findet ihr diese Grills, in allen Restaurants kommen diese Spieße drauf. Und es ist einfach ein schöner und sortierter Ablauf hier. Salut. Er hat vorhin gesagt, das ist frischer Joghurt aus dem Dorf. Aus dem machen sie Eiern. Ist nice. Mit diesem Schluck Eiern würde ich sagen, fangen wir mal an zu essen, oder? Let's go. Der Lahmacun als erster Gang. Wir können nicht länger warten. Schaut euch mal das Prachtexemplar an. Da ist Petersilie, Tomaten gehackt. Da sind Zwiebeln drauf und natürlich auch das Fleisch. Platziert auf schön dünnem Teig. Man kann sagen, Leute, die Pizza, die türkische Pizza, Lahmacun. Und wenn ihr irgendwo herkommt, ihr hinkommt, um Lahmacun zu essen, dann kommt nach Antep. Ich falte den immer und dann falte ich den nochmal. Dann habe ich einen dicken. Verstehst du mich mal? Willst du nochmal falten, ist er noch dicker. Das ist genau meins. Das trifft so genau meinen Geschmack. Diese einfach Teig und dann dieses saftige, würzige Fleisch. Genau der richtige Schärfegrad, Leute. Knusprig, aber gleichzeitig weich. Also wenn du dort reinbeißt, du musst nicht reißen, du verletzt ihn nicht im Mund. Der ist einfach perfekt konstruiert. In Deutschland tun die oft zu viel Zwiebeln rein, damit die an Fleisch sparen. Deswegen schmeckt der meistens auch nicht. Der schmeckt schon fleischig. Der ist gut. Dann probieren wir mal diesen legendären Salat.
Oh, oh, kommt schon. Schön. Dankeschön. Guten Appetit. So. Guten Appetit. Wie gesagt, der schwimmt in Tomatensauce. Ich nehme mal einen fetten Löffel. Mmh. Der ist erfrischend, Leute. Sauer, leicht süß, tomatig, frisch. So einfach der perfekte Zwischenbiss, den du zwischen so einem Lamajun und diesen Spießen haben möchtest. So Leute, genug Salat. Ich würde sagen, wir kommen mal zu den Big Boys. Und wir haben hier einen wunderschönen Kebab-Teller. Das ist Simit-Kebab. Der ist speziell aus Antep, wird auch oft mit Pistazie gemacht. Und es ist Grieß mit ins Fleisch gemischt. Das ist so der klassische Kebab, einfach Hackfleisch. Und hier haben wir noch unverschiertes, wie man in Österreich sagt, einfach Fleischstückchen. Da schaut, wie schön der auseinander geht. Frische Kräuter, Tomate, Paprika mitverarbeitet. Okay, dann nehme ich hier ein bisschen was von dem Salat. Einfach noch mit dazu. Und dann, Leute, haben wir Wundervolles. Einmal zuklappen. Und los geht's. Und dafür bin ich hierher gekommen. Und es schmeckt einfach noch ein bisschen interessanter als der klassische Kebab-Spieß. Weil noch ein bisschen mehr Frische, ein bisschen mehr Kräuter, ein bisschen mehr Schärfe drin ist. Und es harmoniert einfach so schön mit dem Brot. Das Brot saugt sich voll mit dem Saft von dem Fleisch und den Gewürzen. Das ist halt einfach schon sehr, sehr special. Okay Leute, jetzt kommen wir zum Finale. Und wofür dieser Laden auch bekannt ist, nämlich das Küschleme, die Lammlende. Bei jedem Lamm gibt es nur 300 Gramm, so zwei dünne Stückchen Fleisch. Und die haben wir hier auf dem Tisch, also sehr, sehr besonders. Wir haben einmal das Küschleme komplett plain, ohne Gewürze, wahrscheinlich nur mit Salz und Pfeffer. Und auf der anderen Seite haben wir das Küschleme mit ein paar Spices noch dazu. Wir fangen mal mit der normalen Version an. Jetzt bin ich gespannt, Bro. Mhm. Zart ist das Fleisch einfach, Filet. Schmeckt so rein und so einfach sauber vom Grill. Wundervoll, gleich noch eins hinterher. Mhm. Du hast einfach bei jedem Biss, kommt noch ein bisschen Saft raus. So, es wird nicht trocken im Mund oder anstrengend im Mund, sondern du kaust. Dann wird es immer saftiger und dann kannst du entspannt schlucken und hast einfach ein wundervolles Geschmackserlebnis gehabt. Und jetzt kommen wir zur Gewürzversion. Ich ziehe das hier noch einmal durchs Fett ein bisschen. Und rein. Mhm. Auch sehr lecker. Genau das gleiche mit ein bisschen mehr Schärfe, mit ein bisschen mehr Spice. Ich würde fast sagen, dass mir die normale Version ein bisschen besser gefällt, aber beides exzellent. Okay Leute, wir verlegen kurz den Tee und das Dessert nach draußen in den Garten. Oh sweet. Ja, hier schön, ne? Oh. Ey, was für ein entspannter Garten. So am Abend, wenn man fertig ist mit Essen, kann man sich hier noch hersitzen, seinen Tee, seinen Kaffee trinken. Dir wird's nicht kalt. Das muss man manchmal genießen. Ja. Yeah. Baklava, Nachtisch, Dessert, Leute. Wir haben eine wunderschöne Baklava-Platte, alles was das Herz begehrt. Wir starten mal mit dem Dolmer. Da ist auf jeden Fall, ja, da sind Pistazien enthalten, wie man sehen kann. Ich habe es gestern schon gesagt, die Pistazien sind anders hier. Die schmecken so intensiv direkt, die schmecken ein bisschen süßer als normale Pistazien. Die sind einfach Bombe, Antep-Pistazie. Weiter geht's mit dem, ich würde sagen, Standard-Baklava-Format. Hier in der quadratischen Form. Schichten über Schichten über Schichten. Wow, und einfach wieder gefüllt mit Pistazien.
Wundervoll. Das gebe ich jetzt einfach komplett rein, direkt. Mach vielleicht einen Fehler. Ich liebe diesen Blätterteig. Du beißt einfach drauf und es zerbricht wie so ganz dünne Glasplatten. So einfach ein schönes Mundfeeling, wenn du es isst. Macht einfach Spaß und du merkst, es ist Baklava einfach. Da steckt Liebe drin, da steckt Handarbeit drin, da steckt einfach Power, diese Speise. Süß, buttrig, pistazig. Stabil. Jetzt kommen wir zur Muschel-Edition. Auch genannt Media Baklava. Wie ihr seht, aus dem Emre Wikipedia habe ich gelernt, dass es das noch nicht so lange gibt. Seit 5-6 Jahren ist diese Edition auf dem Markt. Und die sind einfach gefüllt wieder mit Pistazien. Schauen wir, wie prall. Das ist schon so durchsichtig hier an der Seite. Da platzen schon die Nüsse raus. Und wir drehen das wieder um und beißen rein. Mit Kaimak gefüllt. Extra cremig, Leute. Das sind die besten Baklava, die ich je gegessen habe. Ohne Witz. Nie bessere Baklava gegessen. Noch nie süßere Pistazien gegessen. Schön satt? Alles okay? Alles okay, danke schön. Okay, sehr lecker. Danke auch. Ich auch. Macht's gut. Danke. Macht's dir gut doch. Komm, wir gehen. Was ist das für ein Wild. Let's go. Ja. Was geht, was geht? Salam aleikum. Lukas, deine imaginären Freunde. Brauchst du Hilfe? Yarın lazım kardeş. Anscheinend. So Leute, herzlich willkommen zu Künefe Hahn. Das ist ein Künefe- und Kapmeerladen, wo es einfach eine der besten Süßspeisen hier in Gaziantep oder in der Türkei oder auf der ganzen Welt einfach zubereitet wird. Mit krasser Handarbeit und mit sehr, sehr speziellen Zutaten. Wir werden jetzt gleich Kapmeer selber machen. Ich werde euch ein bisschen was über die Pistazie erzählen. Und ja, Leute, gehen wir rein. Und das ist einfach ein Kasten hier, Alter. Guck mal. Direkt gegenüber von diesem Markt. Und... Esselam. Selam, nasılsın? Adamlara beyranı meyranı getirdik. Beğendin mi beyranımızı? Çok beğendim. Du weißt halt schon, das ist schon fast das Herz. So Leute, willkommen im Pistazienparadies. Überall Pistazien, wo man hinsieht. Und einfach eine wundervolle Frucht. Und die Antep-Pistazie ist eine sehr spezielle Pistazie, habe ich euch schon erzählt. Die ist ein bisschen kleiner. Die wachsen auf Bäumen, auch draußen in der Wüste, bei unter härtesten Bedingungen. Die brauchen eigentlich nichts. Und die sind hier schon extrem grün, sodass es schon fast unecht aussieht. Und die schmecken ein bisschen süßer und haben einfach ein kräftigeres Aroma als eine normale Pistazie und sind dafür auf der gesamten Welt bekannt und begehrt. Tamam, tamam. Los geht's. Wir müssen einmal den Kollegen vorstellen. What's your name? What's your name? Zena ist Joschken. Joschken. Also Joschken wird uns heute zeigen, wie man Kapmeer und Künefe macht. Los geht's. Let's go. Der weiß schon, wie es geht. Okay, okay. Enjoy. Leute, es geht los. Wie ihr sehen könnt, die Oberfläche ist... Die ist eingeölt. Ja. Okay, der Teig ist auf jeden Fall extrem glatt. Und der wird einmal in jede Richtung ausgerollt. Und der zieht sich auch wieder leicht zusammen, also muss die ganze Zeit dagegen rollen. Das ist auf jeden Fall die... Schöne. Produktor würde. Ja.
Einmal umdrehen und klatschen. Letzte Runde. Das muss man weitergreifen, glaube ich. Das, ah, okay. Das schöne Elni Dation, was hast du? Michael hat es gesagt, immer? Einmal drumherum greifen und jedes Mal, wenn du geklatscht hast. Genau. Damit es schön gleichmäßig aufgeht. Genau. Aber wird schon größer, seht ihr? Ja, sei sogar schöner. So, jetzt ein bisschen noch ausholen. Ja. Okay, du musst so. Ja. Na. Na, ist kaputt. Tamam. Kein zweiter Versuch. Dann kannst du es besser, also schön rund aufmachen. Passt. Also Leute, es ist natürlich nicht nur zur Show da, das so hoch zu schwingen, sondern es hat auch einen Grund. Mit jedem Mal schwingen und auf den Tisch klatschen, wird der Teig ein bisschen mehr gedehnt und ein bisschen dünner. Und das Ziel ist, das so dünn zu bekommen, dass du quasi durch eine Zeitung rein theoretisch durchlesen könntest. Okay. Ale byla zároveň na čerost. Havada şey çevirsin, yere koymadan iki tur çevirsin. Versuch mal so bir yer letztes. Doppelt. Kira. Ne? Kira. Ganz geschmeidig. Ganz locker. Böyle havada yine çevirebilir. Yırtılan kadar çevirsin. Luft bisschen schwingen. Çok iyi bakalım belli de abi. Ondan sonra wild. Wild. Çikolatalı veyahut da normal kaymaklı katman yapalım. Okay, also jetzt starten wir mit dem Original. Perfekten Rezept vom Meister. Es kommen zwei Teigfladen übereinander, die werden schön ausgerollt. Bir katman açırdım. En iyisi. Also, yani adam hiç heyecanlanmadan yaptı direkt. Es waren schon mehrere Leute da, die das gemacht haben, aber du warst bisher der Beste. Also talentiert bist du auf jeden Fall. Künefer-Talent. Angehender Meister. Er zieht es an seinem Gesicht vorbei. Wunderschön, wie er mit dem Teig umgeht. Ja, der ist eins mit dem Teig. Schau, wie dünn der Teig ist. Seht ihr, und das ist das Ziel. Du spannst den Teig so weit auf, dass du, wie gesagt, rein theoretisch eine Zeitung drunter lesen könntest. So komplett transparent und schön dünn. Einmal zu einem Viereck geschnitten, dass wir eine schöne viereckige Form haben. Oh, jetzt kommt noch Öl drüber. Wenn eine Blase entsteht, die Luft rausstechen. Dann greifen wir mal rein in den Pistazienpool. Und ihr seht, wie grün die sind. Also die ganze Fläche muss voll mit Pistazien sein, Leute. Schön. Hammer. Ja. Ich bin auch so YouTuber gewesen. Bisher die Besten, die das gemacht haben. So. So, jetzt darfst du die Creme reinhauen. Einmal ein Klecks immer so. Oh ja. Okay. Dann kommt überall ein Klecks Kaimak hin. Okay, und weiter geht's mit Schokolade, heute Special Edition.
Die stand jetzt gerade noch vor dem Ofen, damit sie gut flüssig und warm wird. Und dann kommt auf den Kaimak oder das also, Kaimak noch Schokolade. Aber Munien, Bischatal, Jemien, 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 Jemien. Also Muskelform ist das. Einmal. Tam ucuda yasın. Çok Einmal. Ha, süper, 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 süper. Şimdi bunu böyle. Ah, okay. Das gerade. Nein, geradeaus. Ja, genau. Ja, süper. Şimdi bunu böyle. Und wieder rüber. Ich verstehe, ja. Gidip orada künefesi falan açmasın inşallah. Immer eine Diagonale. Und dann wieder gerade nach vorn. Eine Diagonale. Und eine gerade nach vorn. Sehr gut, nochmal weiter. Er feiert. Tamam, süper. Tamam. Okay, und weiter geht's, Leute. Eins nach dem anderen. Der Laden läuft. Oh, mal wieder los, Mama. Ich will den Chucky. Er feiert, weil du es so gut kannst. Wo bist du jetzt, Herr? Der hat gesagt, wenn du willst, kannst du hier arbeiten. Aber er so, er überholt uns bestimmt. So talentiert, ey. Hab ich den Job, oder? Und einfach auch krass, was dieser Teig aushält, wie elastisch der ist. So, der ist einfach voll mit diesen stacheligen Pistazien, die eigentlich den Teig zerstören würden, aber der Teig hält, der wickelt sich rum um dieses Ding und du kannst es einfach aufrollen, hast so ein pralles, pralles Cutme. Und jetzt kommt das Ganze in den Ofen. Güzel bol bol gözüküyor. Bizinkinden büyük oldu. Also dein ist besser. Look. Okay. Einfach schieben. Wie Pizza. Oder? Zwei Stunden aus dem Topper raus. Einfach rein wie eine Pizza. Das kennen wir schon. Smooth. Hamburger bile öğrensek açar yapar. Ha direkt hamura da. Para paranın mavi. Ben ich dir das Rezept vom Teig geben würde, würde ich sofort in Deutschland laden und total Das Ganze sieht so aus, Leute. Mashallah. Mashallah. Warte, bleib, 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 bleib. Okay, passt. Nummer zwei, Leute. Oh. Schön braun, die riechen wundervoll, Alter. So Leute, alles angerichtet. Es ist soweit. Wundervoller Tisch, Pistazien, die fertigen Kappen sind da und jetzt kommt noch Schokolade drüber. Na, schaut mal, schön flüssig und los geht's. İyi yetenek var ya. Vallahi yetenek var. Çekeceğim de. Tam bir şeyleri çeksene. Daha mı Mehmet'in foto mu diyordu? Daha mı? Ben de Jetzt geht's los Leute, food porn. Jetzt. Uff. Oha. Bir de ben içine bakalım. Maşallah, maşallah. Eline sağlık. So intensive Pistazien, der Teig, der knallt einfach. Der Kaimak kühlt das Ganze noch so ein bisschen runter, nimmt noch ein bisschen von der Intensität raus, also dass du die perfekte Balance hast zwischen den Pistazien und einfach was Neutralem. Schokolade drüber, dazu muss ich glaube ich nichts sagen. Einfach Liebe. Benni, ich habe meine Besatzung. Ja, ihr beide habt den besten Kappner. Lücke läuft da, Lücke. Kappner Oster. Ein Traum, Leute. Komplett vernichtet, Leute. Da ist nichts übrig geblieben.
Okay Leute, weiter geht's. Jetzt kommt Künefe. Da seht ihr schon, wie das Ganze vorbereitet wird. Also Leute, wie ihr seht, ein riesiger Künefe-Plattenspieler. Der Teig kommt aus diesem Trichter, läuft auf die heiße Kupferplatte, die diese ganze Zeit dreht. Und dann wird das direkt, sobald es die Platte berührt, quasi in Anführungszeichen gebacken. Dann habt ihr schon diese festen Haare, die man dann einfach runternehmen kann und hier hinlegen. Das kannst du nehmen, bitte habe ich. Haare. Das klebt dann auch nicht mehr zusammen, das sind einfach Teigfäden. Beginnt dann. Bunda yine tereyağı var değil mi? Aynen tereyağı var. Çok güzel abi. Wir machen jetzt zusammen ein Künefe Hasse Çitir. Dafür brauchen wir erstmal einen Teller, so flüssige Butter. Einfach drauf, ohne Angst. Einmal so den ganzen Boden bedecken. Ja, das ist wichtig. Genug Butter nehmen. Dann haben wir den Teig, den wir gerade gesehen haben, wie er zubereitet wird. Den legen wir hier schön mittig rein. Beginnen dort am Rand. Schön nebeneinander. Schön sauber. Dann nächster Schritt, das schön eintunken, vollsaugen lassen mit der Butter, das ist wichtig. Schaut, dass es schön drin liegt, bis zum Rand. Dann unser grünes Gold, Leute, Pistazien. Einfach drauf, ohne Angst. Schön verteilen. Dann kommt wieder unser Kaimak, das hatten wir vorhin schon drin. Auch schön verteilen hier. Buralara olmayan yere de koyalım şöyle. Schön verteilen. Wollte ich gerade sagen, ganz wichtig, schön verteilen. Dass in jeder Ecke ein bisschen Kaimak ist. Und dann haben wir nochmal so Teigüberreste schon gemischt mit den Pistazien. Allah Wallah yapıyor ja. Das muss einfach locker in der Hand liegen, dass es später auch schön locker da drauf liegt und keine Klumpen bildet. Jetzt zumachen. Einfach rüberklappen. Dann die Enden abreißen, dann rüberklappen, oder? Und dann reißen wir das wieder so ab, dass die zwei Enden quasi abschließen miteinander und nicht überlappen. Und jetzt in den Ofen, Leute. Folgen Sie uns. Okay, auf die Platte kommt das. Das muss doch jetzt ein Name. So wird Künefe hergestellt, Leute. Nicht zu weit nach innen. Also es bleibt so ungefähr 10 Minuten auf der Flamme und alle 2 Minuten dreht man das wieder und schiebt es wieder ein bisschen in die Mitte, dass von außen nichts anbrennt und alles schön zentral bleibt. Juicy, juicy. Okay. Man merkt jetzt auch schon, dass es so eine feste Form gibt quasi und schon in diesem Öl als Ganzes schwimmt. Nicht übersetzt. Ich hab's nicht. Kann ich nicht einfach so machen? Nein. Eliana will, weil manche Vollmassen tschüss 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 tschüss. Da kannst du deinen Finger verbrennen. Dein Finger musst du brennen. Wenn sie ja nicht studieren. Der Theorie funktioniert's, aber. Das ist safe. Okay, Leute. Mal schauen, ob sich die Übung ausgezahlt hat. Ja, sieht hier, wo soll es denn daran sein? Oh! Ist okay, oder? Ja, ist schon okay, ganz okay. Ist gut. Bunda kendi yiyeceğim, ha? Oh, jetzt kommt noch Zuckerguss drüber. Brutzeln, Leute. Ohne Angst, einfach drüber. Okay Leute, dann gehen wir es mal probieren, würde ich sagen. Oder wie viel Kameras? Wir haben hier Platz, Leute. Das ist geil, Digga. Also Freunde, und wieder mal sitzen wir am Tisch. Alles ist serviert, alles ist bereit. Und ich würde sagen, wir probieren mal, was wir jetzt gerade fabriziert haben. Künefe. Nehmen wir hier so ein Stückchen raus. Da seht ihr, wie der Kaimak rausplatzt. Pistazien sind da. Schön saftig, Butter,
Sirup, alles dabei einfach. Mehr Süße und mehr Fett geht einfach nicht. Oh, süß, ja. Der ist herrlich. Was hat er gesagt? Hast du gut gemacht. Das ist schön. Ah, willst du. Wundervoll. Auch wieder so ein leichter Crunch. Dadurch, dass du den Teig entweder so komplett flach machst oder komplett dünn, hast du einfach voll viele Stränge oder voll viele Elemente, die dann einfach knusprig bleiben. Und so hast du einfach ultimativ Crunch, aber auch ultimativ Saft, ultimativ Zucker, ultimativ Pistazie und auch ultimativ von diesem Kaimark, der das Ganze nochmal ein bisschen verdünnt und einfach so ein bisschen den Dampf rausnimmt, aber auf eine gute Art und Weise. Und einfach der perfekte Biss. Von Mundfeeling bis hin zu Geschmack, bis hin zu Geschmacksvielfalt. Bis hin zu Crunch. Mega lecker wieder mal. Wundervoll. Sehr schön. Cool. Wundervoll. Sehr starke Runde heute. Er sagt nichts. Bruder. Bester Mann. Habibi. Der hält den Laden am Laufen. Er ist der Wichtigste hier. Der passt auf alle auf. Also. Die Sonne ist draußen, Männer. Das ist richtig geiles Wetter, Mann. Okay, Leute, es gibt noch ein kleines Dessert nach dem Dessert, nach dem Dessert. Und zwar Dürüm. Hast du noch was? Döner weniger, ne? Nur für dich ist das. Wir sind gerade rechtzeitig gekommen, Alter. Gerade noch was da. Ich gebe da eine Ecke, ja. Wie 120? Nein, 180, 160. Ich schwöre, das kostet nur 6 Tele. Schwarz? Alter. Schau, wie schön er das hält, wie sein Kind. Oh, süß. Eggmack selber gemacht, oder? Nein. Schade, es sieht ist aber so aus. Frisch gemacht, kommt vom Ding. Das heißt Bäcker. Wir stellen es am Tag 3-4 Mal her. Habibi, danke. Weichstes Brot, saftigster Inhalt. Auf euch. Ohne Soße. Und du sagst dir jetzt keinen guten Döner. Standard auch. Danke. Da hat jemand Hunger. Hat schon Kraft, Alter. Einmal hier, einmal da. Du bist dran. Zeig, wie du mit sowas umgehst. Du küsst doch dein Herz mit Labello. Labello. Am meisten feiere ich, dass sie überall noch so eingelegtes Gemüse reinhauen, beziehungsweise so eingelegte Peperoni oder Essiggurken. Das gibt es halt nur in der Türkei. Aber es gibt nochmal so eine Freshness rein. Also ich muss schon sagen, die übertreiben es halt auch nicht mit Soßen. Es ist deswegen, finde ich, sehr, sehr lecker. Ja, weil das Fleisch halt passt. Genau. Es ist immer so ein eingelegtes... Bei mir ist immer, sobald ich Schärfe habe, kriege ich immer Schluck auf. Also Leute, um es zusammenzufassen, wundervoller Döner. Geschmacklich gut, weiches Brot, alles was man braucht. Schöner Tag. Der Kollege holt sich auch noch einen Döner. Ja. Weiter geht's, weiter geht's. Ja. Passt perfekt die Karre. Aber anstatt dass du um jetzt Pistazien. Da gehen einige Künefe über die Theke. Da gehen einige Künefe über die Theke. Checkt an der Stelle auch mal den Kollegen Randy ab und bedankt euch für die geniale Kameraführung heute. Ich habe mein Bestes gegeben für den guten Herrn hier. Ich danke dir. Ein super, super, super realer und guter Mensch / YouTuber. Ich küsse doch dein Herz. Mit Labello. Checkt den Kollegen auf jeden Fall ab. Ich packe euch den Link zu seinem Kanal in die Beschreibung. Er macht jeden Tag ein Video.
Da muss aber was gehen, Bruder. Da geht was. Da muss was gehen. Ich werde euch nicht enttäuschen. Sehr stabil. Also Leute, falls ihr euch fragt, was gerade abging, wir wurden gerade noch vorgestellt, dem netten Herrn hier, weil morgen wird es dort weitergehen, wir werden dort unsere eigenen Spieße machen, selber Kebabs machen, ihr habt gerade schon gesehen, die Auberginen-Kebabs, welche sehr speziell für Antep sind, also auf jeden Fall dranbleiben Leute, abonnieren, liken, weil morgen wird es in diesem Laden auf jeden Fall weitergehen. Ich glaube. Und kommentieren. Das richtig. Ist richtig. Hiermit würde ich sagen, beenden wir den heutigen Tag. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, Leute. Wie gesagt, bleibt am Ball, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut. Peace. Kann ich eintropfen, sein. Heute kann ich eintropfen. Bro, das ist halt auch einfach türkische Wetterbericht. Ja. Stimmt. Bro, das ist... Die machen so Flieflaflu. Heute Regen oder Sonne? Ja, egal. Regen. Geht schon. Morgen hagelt's.